Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Ausgabe von Ludemus. Heute mit mir und natürlich wieder mit Ali. Einmal in der Woche haben wir einen riesengroßen Streit. Wir lassen es ja in der Zwischenzeit schon drauf ankommen. Und heute geht es darum, wer die Wäsche waschen muss. Und wie das echte Männer so tun, machen wir einen Krieg. Und am besten nutzen wir dazu Videospiele, um das auszutragen. Aber bevor es losgeht, teilen wir wie immer unseren Stream, damit wir dann auch Zuseher haben. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber es ist ja, wie sagt man, auf facebook.com/ludemus kann man unsere Livestreams sehen. Ja, und Ali, wie man sieht, ist auch schon ganz brav und teilt den Stream, denn auch Ali möchte Zuschauer haben. Also ich klicke auf Beitrag verfassen, schreibe natürlich nichts und poste es einfach auf meinem privaten Profil. Ja, Ali, du hast ja das letzte Mal verloren. Leider. Ja, du hast, wie ist es dir gegangen? Was musstest du tun? Ja. Klo putzen. Ja, wie hat es dir gefallen? Niemand gefällt. Mir hat es sehr gut gefallen, dass ich es nicht machen musste. Ich habe dich ja letztes Mal gefragt, also wir haben ja letzte Woche haben wir ja eine Grammatiksendung eingeschoben und da haben andere dann gegeneinander gespielt, aber die Woche vorher habe ich dich ja gefragt, ob du einen Kampfspruch hast. Hast du heute einen? Heute... No. Noch immer keine. Also wenn sich Ali bis zum nächsten Mal keinen Kampfspruch überlegt, dann wird er eine extra Runde Kloputzen einlegen. Ja, also heute geht es wie immer geht's um irgendwas wie Kochen, Waschen, Putzen, Bügeln. Heute geht es im Speziellen um das Thema, wer muss waschen. Also der Verlierer, der heute verliert, der darf die verlorene Zeit dann dazu nutzen, um ganz verloren zu waschen. Ist das okay für dich, Ali? Weil du, Ali wird bestimmt heute verlieren, ich weiß das. Und deshalb denke ich mir, ja, Ali, wie schaut's aus? Nimmst du diese Herausforderung an? Ja. Ja, was bleibt da denn anderes übrig? Ja. Okay, na gut, dann werden wir mit der Runde 1 beginnen. Und wie immer ist es bei uns so, 5 Pokale sind ein Stern und 3 Sterne sind der Sieg. Wir spielen heute ein sehr altes Spiel. Das Spiel heißt Ice Climber. Und einen Pokal bekommt der, der am längsten bei diesem Spiel überlebt. Also man muss versuchen, so schnell wie möglich, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Man kann den Gegner auch runterschubsen. Das haben wir bei der Probe schon festgestellt, dass das super funktioniert. Und wir werden einfach mal die Runde spielen und dann sieht man das. Also wer übrig bleibt oder wer überlebt, bekommt den Pokal. Ja, in der Bonusrunde muss man diesen Vogel erwischen. Und wenn man das geschafft hat, dann lacht der Charakter, sonst weint er. So, ich bin blau. Ich kann Ali auch schlagen, schaut mal. So, okay, also ich werde mal mich selber retten und dem eine wimpsen. So, ja, Ali, du musst schneller sein. Ah, übrigens, wer aus dem Bildschirm kommt, wer aus dem Bildschirm fällt, der verliert ein Leben. Oh, ein Vogel, Moment. Boah, eine Smileys-Attacke. Bei Tekken war es ein bisschen lustig, aber bei diesem Spiel ist das echt fies. Ali hat den Leben verloren. Haha, Ali hat die erste Runde verloren. Ich bekomme den Pokal. Ich bekomme den Pokal. Wieso habe ich meinen Pokal noch nicht? Ah, da ist mein Pokal. Ja, wir spielen wieder am Emulator. Das hat den Vorteil, dass wir das Spiel schön einbinden können und ein paar Dinge einbauen können, die es vorher in diesem Spiel noch nicht gegeben hat. So, also ich werde mal gleich da hoch. Also es geht nicht um Punkte, es geht darum, wer am längsten überlebt. Oh, Moment, jetzt sind wir am Kopf. Wow, verdammt. Weiß es fies. Das ist schwierig. Ja, bei Tekken war das echt noch lustig, aber bei Eisklammer ist das voll fies. Wenn man dann nicht mehr genau weiß, wo man hin... Ui. Ist Ali gerade runtergefallen. Ich werde ein bisschen warten auf dich, okay? Wenn ich da jetzt hochhüpfe, bist du wieder weg, gell? So, jetzt kann ich... So.
Ja, man muss sich schützen vor diesen. Oh, es wurde. Bah, shit. Oh! Es wurde in der Bildschirm gedreht. So. Ali lebt noch, er hat das Leben nicht verloren. Das ist die Bonus-Stage, in die ich jetzt gekommen bin. Und jetzt muss ich zu diesem Vogel hoch. Wenn ich das schaffe, dann lacht mein Charakter. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr seht, ich habe noch 30 Sekunden Zeit, da hochzukommen. Aber ich bin irgendwie zu blöd dafür. Aber ich habe die ganze Sendung jetzt Zeit zu üben. Verdammt. Wir leben noch. Es gibt noch niemanden, der einen Pokal bekommen hat. Mhm. Aber wir haben leider keinen Bonus bekommen, weil niemand von uns diesen Vogel erwischt hat. So, jetzt auch. So. Jetzt lass mich weg. So, jetzt aber. Man kann übrigens beim anderen Bildschirm rausgehen und dann jemanden da runterdrängen. Weil diese idiotischen Tierchen, die machen da immer die. Oh! So, ein Leben hat er noch, aber das ist sicher bald gleich vorbei, ich weiß das. So, Mann. Geh weg. Lass mich. So. Hast du geübt heimlich? Nein. No. Geh weg. Man kann den anderen leider nicht schlagen. Oh, ui. Ups, ich bin runtergefahren. Mist. Gehst du da weg? Ma. Oh. Ich habe den zweiten Pokal gewonnen. Wie geil ist das? Ali hat leider sein drittes Leben verloren. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Jetzt weißt du, wie das Spiel funktioniert. Ja. So, jetzt beginnen wir bei Mountain 2, weil du hast jetzt bist ja bis Mountain 2 gekommen. Merk dir die Strecke. So. Tja, Ice Climber war früher mein Lieblingsspiel, bevor ich Super Mario kennengelernt habe. Und das Geile war, mit diesem Spiel konnte ich meine Mutter so richtig in den Wahnsinn treiben. Es gibt so ein paar so Videospiel, wie sagen wir, Musiken, Tracks, die wirklich niemand mehr hören kann. Und die Ice Climber Musik ist sicher auf der Nummer 1 oder 2 auf der Liste. Mann! So, jetzt reicht's aber, ich sag dir was. Na, jetzt habe ich dir geholfen. Da siehst du, wie nett ich bin. Ach ja, also die Liste, der Hasstitel aus Musik-Videospiel-Titel meiner Mutter, da ist Eiskremer sicher weit, weit dabei. Ach so, jetzt sind wir beide im Bonus. Ja, jetzt sind wir beide in der Bonusrunde. Wir können kein Leben verlieren jetzt. Ui. Ui. Ja, du hast leider. leider versagt. So, ich möchte so gerne mal den Vogel erwischen, damit die Leute sehen, wie das ausschaut, wenn man den Vogel erwischt hat. So, weit ist es ja nicht mehr, aber 16 Sekunden wird es ja knapp werden. Ich muss ja auf diese Wolke noch warten, aber vielleicht sehen wir den Vogel noch. So, Moment. Ja, jetzt. Boah, der hat umgedreht. Nein! Es ist sich nicht ausgegangen. Beide weinen. Ja, beide Charaktere weinen. Aber es geht ja heute nicht um die Punkte, es geht darum, wer am längsten überlebt. Boah, das heißt, beim nächsten Mal, wenn du stirbst, müssen wir bei Level 3 beginnen. Ma, das ist fies. Ich habe keinen Boden unter den Füßen. Ma. Geh weg. Ja, das ist die Rolltreppe. Ich könnte jetzt eigentlich da einfach hochlaufen und dich da unten in die Versenkung schicken. Warte mal. Oh, jetzt muss ich warten, bis der da weitergebaut hat, damit ich darüber kann. So. Bring mir doch bitte einen Eiszapfen. Und da steh dich, ich sag's dir. Wenn du mir. So. Ja. Ja. Hey, super. So weit ist Ali noch nie gekommen. Bist du jetzt verschwunden? Ja. Aber du hast kein Leben verloren. Das ist ja die Bonusrunde. Mhm. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal zu diesem blöden Vogel. Nein! Nein! Nein!
Ach, ihr als Zuseher und Zuseherinnen könnt natürlich Kommentare auf Facebook beim jetzigen Livestream hinterlassen. Und wir können uns ja das dann nachher in der Wiederholung im Fernsehen dann nochmal anschauen. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Jetzt hatte ich einen Eiszapfen erschlagen. Bist du schon wieder gestorben? Ja. Ich habe einen Pokal gewonnen. Ja, übrigens der Grund, warum ich da immer kurz aus dem Bild verschwinde, liegt einfach daran, weil ich ja diese Retro-Konsole, die wir hier haben, nochmal resetten muss, damit wir sofort in das Spiel nochmal hineinkommen. Es ist nämlich nicht lustig, wenn ihr mir zuschauen müsst, bis ich dann meine ganzen Leben verloren habe. Das kann ja dauern. Und wir wollen es ja nicht sinnlos hinauszögern, oder, Ali? Ach so. Oder? Ja. Ja, Ali hat übrigens versprochen, dass er jetzt mehr sprechen wird. Ja. Mist. Ma, ich sag dir was, Ali. Oh! So, ich schub dich da jetzt runter. Ich schub dich da jetzt runter. Ich bin hoch. Nein, ich wollte dir nur helfen beim Hochspringen. Ja, ja. Ja, wirklich, ich bin so nett. So. Gehst du da jetzt weg? Vogel. Du meintest jetzt mich, oder? Nicht dieses große rote Ding. Oh, das tut mir jetzt aber leid, Ali. Ich kann mich auf der anderen Seite nochmal... Ah ja, man kann ja, das ist wie bei Pac-Man, man geht auf einer Seite raus und dann bei der anderen Seite wieder rein. Das wäre ganz toll, wenn es das im wahren Leben auch gäbe. Man geht bei der Küche raus und kommt... Mist! Ui, ui. Man geht bei der Küche... Mann! Sag mal jetzt, aber hallo! Oi. Was ist jetzt passiert? So, jetzt volle Konzentration. Oh. Ja, Ali, du hättest früher... Der Tingo oder so. Verschwinde da jetzt! Ui! Ist mir weg? Ja, du bist... Ui. Nein! Was mache ich denn? Oh nein, wir sind beide gestorben! Das heißt, wir bekommen beide einen Pokal. Ja, wir bekommen also beide einen Pokal. Ja, dann müssen wir bei Runde 3 nochmal beginnen. Ja, aber wie ihr aus vergangenen Livestreams und Sendungen schon wisst, kann sich die Entscheidung, wer jetzt putzen muss, waschen muss, bügeln muss, in dem Fall jetzt waschen muss, wirklich ziehen. Ja. Ja, aber wir lieben die Entscheidungen, die sehr spannend sind. Nein! Ich hab mich jetzt voll verdrückt. Weg, weg. Geh weg da, ich will auf die Wolke. Gut. Geh weg. Ja, die Regie hat ein bisschen Spielzeug. Wir haben ein paar Attacken eingebaut, die Regie beeinflussen kann. Unter anderem diese... Wie heißt diese Attacke nochmal? Die heißt nicht Abrevationsattacke. Ich habe das letzte Mal immer falsch gesagt. Die heißt Apparationsattacke, oder? Ja, das hat ja mit diesen Farbverzerrungen zu tun und das, diesen Effekt gibt es ja auch bei Linsen, die sehr schlecht sind. Heißt das jetzt Apparation? Ali könnte ja jetzt mal googeln, währenddessen ich jetzt die Bonusrunde mache. Wie heißt das jetzt, Apparation oder Abrevation? Kannst du mal googeln, währenddessen ich... Abrevation. Abrevationsattacke, ja. Chromatische Abre... Ja, wie auch immer. Nein! Was denn? Ah, schade. Jetzt. Ich denke, Ali überkommt dann der Anfall von Schadenfreude. Was mich so nervt, das sind diese Vögel. Nein! Jetzt bin ich zu spät weggesprungen. Verdammt. Das ist mein Eisblock. Na! Das ist mein Eisblock. Ich wollte gerade sagen, da kommt ein Eistapfen für dich. Ja, da muss ich jetzt warten. So, jetzt aber. Nein! Das war die falsche Richtung. Oh! Nein!
Und Ali hat einen Pokal gewonnen. Oh. Ja. Ich bin gestorben, Ali hat den Pokal gewonnen. Das ist ganz was Neues. Ja, den gewitzten Zuseher und Zuseherinnen ist aufgefallen, dass Spielekonsole, die wir nutzen, ja eine Spielekonsole ist, die ein bisschen getuned ist. Aber lasst euch versichern, dass wir das Spiel im Original besitzen und wir das einfach deshalb mit dem Emulator machen, damit wir das besser reinbekommen in unsere Sendung und nicht 100.000 extra Geräte brauchen dafür. So. Jetzt lasse ich Ali einfach die Eisblöcke oben wegmachen und dann hüpfe ich dann einfach da. Ja, genau so wollte ich das. Jetzt aber. Nein! Wop. Ja, jetzt kommt der Vogel. Ma und aus. Ma! So ein A-Loch. A-Loch? Ja, A-Loch. Ali, du bist gerade gestorben. Ich weiß. Soll ich dir helfen? Verprügeln wir ihn gemeinsam. Wenn das nach Zeit ginge, wäre das echt scheiße, ich sag's dir. Ui. Du hättest gern jetzt in diesen weißen Kerl reinspringen können. Ich hätte kein Problem damit gehabt. So. Ja. Mann, ich hole jetzt eine andere Wolke hier. Ah. Ich sag's dir. Bist du gestorben? Ich habe jetzt die Chance, oben rauf zu hüpfen, währenddessen Ali da unten herumklammelt. Scheiße. Mann, gehst du weg da? Putz dich. Verschwinde. Ja, da hast du dich jetzt leider ein bisschen verrechnet. Hallo, komm, rauf da! Ja! So, jetzt Bonus. Wie viele Leben hast du denn noch? Ich kann mich nicht erinnern. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung, zwei, glaube ich. Zwei hast du noch? Ja. Nein! Aber wir leben noch. Wir sind jetzt auf Berg 5. Und hier noch da. Nein, das ist jetzt 5. Das war Berg 4. Hui. Geh weg. Irgendwie haben wir krachenden Sound. Ah, das ist der Grund. Die Smiley-Attacke wurde aktiviert und ich sehe jetzt nicht, wo ich lage. Liebe Regie, kannst du den Game-Sound bitte abschalten? Wir haben hier krachenden Sound und wissen nicht warum. Oh, wo bin ich? Ja, hier unter dem Smiley. Liebe Regie, kannst du bitte den Game-Sound abdrehen? Beim Knopf Game-Sound, blauer Knopf Game-Sound. Niemand geht drauf. Hey. Ja, und sogar einen Stern. Ich habe die erste Runde gewonnen. Und schon wieder hat niemand auf Facebook das geliked. Vielleicht sollten wir mal irgendwann einmal das ankündigen, wenn wir, wenn wir diese Sendung machen. Vielleicht sollten wir
einen Termin machen. Wir bleiben jetzt noch kurz bei uns. Wir schalten noch nicht auf das nächste Spiel, weil wir haben jetzt einfach mal die Konsole neu gestartet. Vielleicht hört dann das Krachen auf. Und das Schöne an dieser Sache ist ja jetzt, Ali, wie fühlst du dich jetzt, wo du die erste Runde so gnadenlos verloren hast? Naja, ich kenne das Spiel nicht. Ganz. Ich kenne schon, aber nicht ganz. Ja, wenn du ein Wunschspiel hättest, welches Spiel würdest du spielen? Hm? Welches Spiel würdest du denn spielen? Sonic kann man spielen. Sonic? Ja, aber Sonic kann man nicht gegeneinander spielen. Ja. Wir brauchen Spiele, die wir gegeneinander spielen können. Ach so. Was haben wir noch? Schauen wir mal. Liebe Regie, kannst du uns den Spielbildschirm geben? Dann können wir mal schauen, welche Spiele wir auf unsere Emulationskonsole gesteckt haben. Also Ice Climber haben wir jetzt gerade gespielt. Aha. Der Ton passt jetzt wieder. Welch Freude. Was könnten wir denn spielen? Mhm. Wir können kein Balloon Fight. Ja, Balloon Fight. Dann spielen wir Balloon Fight. Spielen wir gegeneinander, oder? Jetzt? Ja. Ja. Ich bin rot. So. Oh. Oh. So, der erste Pokal geht an mich. So schnell geht das. Das ist super. Ach, Mist. Der zweite Pokal geht an Ali. Ja. Jetzt. Ui. Oh. Oh. Ja. Der nächste Pokal geht an mich. Oh. Oh nein! Wir bekommen beide einen Pokal. Und Ali ist gestorben. Jetzt müssen wir wieder resetten. Mhm. Ja, das ist blöd. Aber gut, dann ist das eben diese Sendung, wo ganz komische Dinge passieren. So. Es gehört auch dazu. Ja, genau. Oh. So, das haben wir gleich. Bleib hier. Oh. Feigling. Ja, ich bekomme noch einen Pokal. Oh. Ja, ich weiß, das Steuern ist ein bisschen... Nein, Ali bekommt auch einen Pokal. Ich bekomme noch einen Pokal. Ich glaube, du musst heute sehr, sehr, sehr schnell putzen. Kann das sein? Waschen. Aber du kannst ihn noch aufholen. Ich habe schnell auf Pause gedrückt. Ich hoffe, die Pause ist auch wirklich aktiv jetzt. Puh. Ja, Runde 3. So schnell? Ja, das geht ganz schnell. Das wird eine sehr kurze Sendung. Runde 3, bitte. Genau. So, wo bin ich? Da drüben. So, also. Was? Ach so. Du bist blau. Blau? Ja. So. Ich bekomme den Pokal. Ali ist Game Over, wir müssen nochmal resetten. Das geht ja wirklich ratzfatz. Und du bist sicher, dass du Balloon Fight gegen mich spielen willst? Nee. Das bleibt ja nichts halt über. Einmal. Oh. So. Nein! Mann, ich wurde vom Fisch gefressen! Ali bekommt einen Pokal. Nein, Ali bekommt noch einen Pokal. Ich bekomme einen Pokal. Ich bekomme noch einen Pokal. Das geht wirklich schnell. Jetzt. Alter. Bleibst du hier? Nein, da ist ein... Oh.
Wurdest du jetzt vom anderen... Ja, ich bekomme noch einen Pokal. Wurde Ali jetzt von den anderen fertig gemacht? Ja. Ja, müssen wir nochmal resetten, weil Ali hat sein Leben schon wieder verloren. Scheiße. Jetzt geht's um die Wurst. Ja, das weißt du. Jetzt geht's um die Wurst, ja. Also damit meine ich jetzt, das ist ein Idiom und das bedeutet, jetzt geht es ums Ganze. Ach so. Ja, die Wurst. Bleibst du da? Wo bleibst du? Ja, ich habe noch einen Pokal. Wie geil ist das? Du musst übersetzen, Ali. Stopp. Du musst übersetzen. Was steht da? Ja, haha, lies mal vor. Haha, kennt jeder? Ja, lies mal vor, du kannst das ja lesen, was da steht. Kemi bashaire soko wala basimuni zoe. Ja, was bedeutet das? Zoe ist ein liebevolles Wort, wie Schatz und so. Ja, da können nur wir gemeint sein. Nicht Schatz, aber Pro. Ach so, ja, Pro. Ja. Und Kemi Gemi Pachaire Savako Wala Pasimni heißt spielst du? Da bin ich gemeint, glaube ich. Ja. Spielst du? Ali spielt. Und er verliert gerade. Nenna, der sagt zum Beispiel, spielst du das Spiel von Kindern? Ja, natürlich spielen wir das Spiel von Kindern. Kinderspiel. Es geht darum, dass Ali, wenn er verliert, waschen muss. Also die Wäsche waschen muss. Und jetzt habe ich 4 Pokale. Eigentlich habe ich schon den 5. Aber ich möchte gerne, dass wir um noch einen Pokal spielen, weil das geht so schnell. Ja. Okay? So. Also jetzt lass mich mal gewinnen, diese Runde. Liebe Regie, ich habe einen Pokal bekommen, bevor das gekommen ist. Genau. Jetzt habe ich das gewonnen. Du kannst übrigens dem gerne sagen, in seiner Muttersprache, dass er den Stream liken soll, wenn er schon kommentiert. So. Okay. Wir löschen nochmal alle Sterne und wir spielen jetzt einfach das Spiel, okay? Okay. Ja, weil das geht ganz schnell. Aber wir resetten jetzt alles und spielen einfach das Spiel. Und es geht darum, dass Ali waschen muss. Und wir legen Kloputz noch drauf, okay? Aber dafür löschen wir alles. Okay. Okay, passt. Bitte, wir beginnen bei Runde 1 nochmal. Runde 1. 5 Pokale sind ein Stern, 3 Sterne sind der Sieg. Ja, also Ali, ich habe ja zu dir gesagt beim letzten Mal, bei der Sendung gerade jetzt vorher, dass du ja einen Kampfspruch brauchst. Weißt du jetzt schon einen? No. Ja, dann lass uns den Krieg beginnen. Achso, so. So schnell. Ja, da bin ich. Du bist da unten und hast gerade Gegner fertig gemacht. Oi. No. So, bleib hier da, du. Oh. Ja, ich habe einen Pokal gewonnen. Aber wenn ich das gewusst hätte, hätten wir gleich Ballonfight gemacht. Jetzt bin ich hoch. Ja, jetzt bist du oben. Und ja, ich habe noch einen Pokal gewonnen. Ja. Ali, es gibt Ober, wir müssen resetten. Ja, schade, dass es da kein keine Endvernichtung gibt, einfach bei diesem Spiel, so lange, bis wir nicht mehr will. Aber das schaffen wir schon. So, jetzt fahre ich mal rum. Und Ali flieht schon wieder. Ein Pokal. So, jetzt machen wir mal auf den anderen. Ja, jetzt bekommt er einen Pokal. Hat er mir den nicht gerade gegeben? Ach so, ja. Jetzt. Ja. Ich kann ja auch auf die andere Seite kommen. Warte. Bleibst du hier? Hey, jo, ja. Jetzt bin ich da. Boah, als wärst du fast gegrillt worden. No. Nein! Ja. Ali hat einen Pokal gewonnen. Oh. Also das ist ja das Pac-Man-Prinzip, wo man, ja. Wo man auf der linken Seite rausfliegt und aus der rechten Seite kommt man wieder rein. Oh.
Ich habe einen Pokal bekommen. Ich hatte zwei. Was hast du? Zwei? Handschuhe. Was hättest du zu... Nein! Ich wurde von einem Computergegner... Wir haben beide einen Pokal bekommen. Ali ist auch gestorben. Ja. Ja, schau mal, wir haben ein Herz bekommen. Lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, wer immer du bist, danke für das Herz. Ha, zwei. Das war ich jetzt. Ihr könnt auch gegen uns spielen, ihr braucht nur zu uns kommen. So, jetzt mache ich dich fertig. Das Spiel bitte, liebe Regie. So, jetzt auffüllen. Oh! Bleib hier! Nein! Nein! Ja. Das war der falsche Gegner! Jetzt. Jetzt hat Ali einen Pokal bekommen. Oh. Was machst du? Ali bekommt noch einen Pokal. Zweiter Pokal. Also mit was machst du, habe ich nicht gemeint. Ja. Nein! Ui. Jetzt habe ich einen dritten Pokal, oder? Ja. Ali hat einen dritten Pokal, aber wir müssen resetten, weil ich bin Game Over. Achso. So. Okay. Ai. Ja, Ali hat gerade, ich habe gerade einen Pokal bekommen. Oh. Ali ist gerade drauf und dran, sich selbst zu zerstören. Ich habe einen Pokal bekommen. ihr könnt uns auch Fragen stellen. Schreibt uns einfach Facebook-Kommentare, so wie es gerade, wie hat er geheißen, gemacht hat? Sadik. Sadik gemacht hat, ja. Soll, ich habe einen Pokal bekommen. Einfach Kommentare schreiben. Egal in welcher Sprache, wir versuchen sie zu beantworten. Ali ist Game Over, wir müssen resetten. Ach so. Ja, steht in der Ecke, Game Over. Das geht so schön. Ja, das geht wahnsinnig schnell. Ja, eins mal. Nein. Bleibst du hier? Wo gehst du denn hin? Ich habe einen Pokal bekommen. Jetzt gleich da. Hast du Glück, dass gerade dieser komische Vogel vorbeikommen ist? Oder was immer das ist. Nein! Oh! Ja, ich habe einen Pokal bekommen! Jetzt. Also irgendwie steht mir dieses Feuerwerk. Ja. Ich habe jetzt zwei Sterne. Hast du schon Angst, Ali? Na, warum? Na, warum? Ui. Ui. Ui, 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 ui. Irgendwie sind unsere Bilder im Weg. Ist dir das aufgefallen? Ja. Du brauchst dich da gar nicht verstecken. Da. Ja. Wir haben beide einen Pokal bekommen. Game over. Ja. Wir haben beide einen Pokal bekommen, weil wir beide gleichzeitig gestorben sind. Ja. Yeah. Ui, ui. Ich habe einen Pokal bekommen. Ich kann dir helfen, indem ich immer ein paar solche Vögel vernichte, weil sonst tun dir die ja nur weh. Oh. Das ist ein Scheißding. Ich glaube, das ist auch nicht dein Spiel. Kann das sein? Ui. Nein! Ali hat einen Pokal bekommen. Du, Ali, was heißt denn in deiner Muttersprache Arschloch? Hm? Was heißt denn in deiner Muttersprache Arschloch? Arschloch, Kuni. Kuni? Ja, ich muss ja wissen, was ich schimpfen muss, wenn du... Nein! Jetzt habe ich einen dritten Pokal. Oh. Verdammt, andere Richtung. Ja. Jetzt schaut's aus.
gut aus. Also jetzt habe ich einen vierten Pokal. Ja, Ali bekommt einen Pokal, so einen vierten, einen dritten. Na, vorher. Den hast du bekommen. Du hast drei Pokale jetzt. Ach so. Ui. Ja. Ui. Ja, ich habe mich durchgesetzt. Einmal und... Nein, nur weg, weg. Ui. Scheiße. Ui. Ja, 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 ich habe einen Pokal bekommen. So. Komm her. Komm her, was machst du da unten? Ja. Ich wollte es ein bisschen spannender machen. Es hätte ja sein können, dass du gegen diesen Vogel fliegst. Oi. Jetzt geh ich da unten. Oi. Ich habe einen Pokal bekommen. Machen wir den einmal da weg, okay, der stört dann. Nochmal. Aber das ist ja jetzt schon, wenn du das nächste Mal den Pokal verlierst, Ali, gewinnst, dann wenn ich das nächste Mal den Pokal gewinne, was passiert dann? Dann. Was ich schön finde, ist, dass die Regie auf diese ganzen Attacken vergessen hat. Holla. Ja. Nein, Bildschirm drehen zum Beispiel. Oder Smileys-Attacke. Jetzt habe ich einen vierten Pokal. Ja, jetzt bekommt er einen Pokal, Ali. Nein, jetzt hat er eine Runde gewonnen. Das gibt's ja nicht. Der hat aufgeholt. Zumindest einen Stern habe ich jetzt. Ja, Ali hat jetzt einen Stern und er lächelt jetzt auch wieder. Ja, Runde 4. 5 Pokale sind ein Stern, 3 Sterne sind ein Sieg, gell? Mhm. Ja. Hast du jetzt schon einen Kampfspruch? Kampfspruch? Nein. Ja. Was denn? Auf in den Kampf. Kratz ab, du Huhn. Ja. Kratz ab, du Huhn. Nein! Nein! Verdammt. Ich bin... Ich muss resetten. Jetzt hast du Glück gehabt, weil du hast nur mehr einen... Ballon. ...gehabt, ja. Was hat er? Ja, er hat einen Vokal gewonnen. Ich habe jetzt gerade gesagt, wenn ich jetzt Ja sage, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Komm her, was? Wo gehst du? Darüber. Mir gefällt es da drüben viel besser. Oh ja. Hier ist ein zweites Pokal. Na, du hast einen zweiten Pokal bekommen. Ja. Ich muss das nur manchmal dazu sagen. Bist du jetzt hier? Ja, wohl nicht. Oh, wo? Nein! Jetzt habe ich 3 Pokal. Nein, du hast das schon 3. Hat die Regie vergessen, dir einen Pokal zu geben? Ja. Jetzt habe ich einen Pokal. 3-1. Ja. Aber Ali ist schon wieder glücklicher, jetzt wo er einen Stern hat. Ich habe den Pokal gewonnen. Komm hoch. Nein. Komm hoch zu mir. Ja, ich habe den Pokal gewonnen. Game over, glaube ich. Nein, noch nicht. Nein, doch. Game over. Reset. Jetzt machst du das mal. So. Da, wie man sieht, wir haben da einen netten NES-Emulator. Ach so. Ja, doch. Ja. Nein. Es hätte sich ausgehen können. Jetzt habe ich ein PS4-Pokal. Ja. Sagt er ja. Hallo. Was? Allah? Was? Nein, geh weg.
Nein, alle haben deine Pokale. Ja, jetzt habe ich zwei Sterne. Wie viele Sterne? Zwei. Zwei. Ach ja. Wenn jetzt die Klaurunde käme. Fünf Pokale sind ein Stern. Wir haben schon wieder vier eigentlich. Jetzt müssen wir ja die Runde 4 haben, oder? Wenn jeder schon zwei Sterne hat, dann müssen wir ja eigentlich die Runde 4 haben. Vier hatten wir. Das war Runde 4. Ach so, dann können wir bitte die Runde 5 haben. Ah ja, also jetzt haben wir die Runde 5. Das muss alles seine Richtigkeit haben. Jetzt haben wir die letzte Runde, glaube ich. Naja, das kommt drauf an. Jetzt zum Beispiel diese Spielrunde kommt aus so zu diese Sternklau-Runde, ach so. Dann kann es sein, dass ein ganzer Stern geklaut wird. Mhm. Naja, ich weiß ja nicht. Gehen wir mal auf das Spiel und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ja. Spiel. Spiel. So, jetzt. Oh. Ei. Ich habe einen bekommen. Wo läufst du denn hin? Oh, la, la. Ah, nein. Ja. Du hast eine Technik jetzt, ja? Habe ich einen Pokal? Oh. Ja, du hast einen Pokal, aber wir müssen resetten. Kein Leben mehr. So, jetzt hoch. Ich bin. Flucht. Nee, ich bin die Blaue, oder? Ja, du bist der Blaue. Ach so, der Blaue. Ah. Oh. Ich kann aber das gerne öfter machen. Ich habe einen Pokal bekommen. Komm, komm. Nein, nein. Komm, komm. Bleib da. Ja, so kann ich recht sehen. Aber du kannst doch gerne mal gegen den anderen fliegen. Was ist los jetzt? Alter. Ja, ich habe einen Pokal bekommen. Es hat sich gespiegelt. Es gibt ja diese gemeinen Spiegelattacken. Au, Zufall. User minus zwei Pokale. Aha. Wer den nächsten Ballon verliert, verliert zwei Pokale. Ich kann keine zwei Pokale verlieren, aber das macht nichts. Er bekommt dann einfach das nächste Mal keinen. Machen wir das so. Ja, dann wird nur einer verloren, okay? Ich habe jetzt gerade einen Pokal verloren. Habt ihr das gesehen? Ali ist in den Blitz hineingeflogen. Ich habe einen Pokal bekommen. Game over. Reset. Du musst genau schauen, diese Wolken, die hier sind, die machen Blitze. Das habe ich nicht gewusst. Ja, jetzt weiß ich. So, jetzt. Oh, oh, oh. So. Alter. Ali hat einen Pokal bekommen. Jetzt habe ich zwei. Ich habe einen Pokal. So, jetzt wird es wirklich knapp. Der nächste, also wenn ich jetzt gewinne, dann bekommt Ali keinen Stern mehr. Komm her. Ich will mal darüber schauen. Da ist es auch nett in diese Richtung. Komm ich von vorne. Wow. Ja, ja, Ali hat das Spiel verloren. Ich habe einen Pokal gewonnen. Jetzt musst du wirklich. Was hast du? Was haben wir aus? Waschen und noch mal eine Woche lang. Ja. Das war jetzt heute sehr sehr knapp. Das musst du zugeben. Wahnsinnig knapp. Na, es war ganz nicht knapp. Doch, das war schon knapp. Ich wünsche euch alles Gute und eine schöne Woche. Bis bald.